Hallo, heute haben Nancy und ich eine besondere Überraschung für die Kinder vorbereitet. Und zwar etwas, was sie sich schon immer gewünscht haben, und zwar zu zelten. Wir sind auch ein bisschen jung, deshalb werden wir jetzt nicht außerhalb zelten, sondern die Kinder sollen erstmal das Abenteuer erleben, so ein Zelt überhaupt aufzubauen. Und dafür habe ich ein bisschen was vorbereitet. Das sind alle Sachen, die man zum Zelten braucht. Zumindest sind das erstmal alle Sachen, die man braucht, um das Zelten vorzubereiten. Ja, und damit werden die Kinder wahrscheinlich heute ein bisschen beschäftigt sein, während ich ein bisschen arbeiten kann. Johann, Clara, ihr dürft kommen. Diese Art von Zeltsachen, glaube ich. Oh, das hast du jetzt aber ganz schön schnell herausgefunden. Nur so welche Taschen erkenne ich nur in Zelten. Ja. Hast du mal welche gesehen, die Zelten mal? Genau. Hatten wir noch so was. Und die Challenge ist jetzt für euch, also die Aufgabe für euch ist, dass ihr das jetzt aufbaut. Cool. Du kannst lesen, Johann. Alles, was da drin ist, ist beschrieben, so wie man es aufbauen kann. Das ist auch extra ein besonderes Zelt, was auch sehr, sehr schnell aufzubauen ist. Und das ist auch ganz großes. Gucken wir mal. Ganz groß. Dann packt ihr erstmal das aus. Genau, ihr packt es. Ihr könnt alles durcheinander auspacken. Nur gucken, wie ihr das jetzt richtig aufbaut. Und vor allem, wo wollt ihr das Zelt aufbauen? So im Garten. Ja. Dann übergebe ich mal an dich, Johann Zahn. Warte. Okay. Und Elisa trägt auch was? Ja, geh nimm mal mit, Elisa, komm. Darf ich auch heute Abend da drin schlafen? Ja, das ist der Plan. Cool. Muss man das erstmal aufziehen? Sind Johann und ich nur da drin? Ja, ich denke, es reicht, wenn Johann und du da drin seid, ne? Ja. Willst du aufmachen? Das macht der Johann jetzt auf. Ja? Okay, eins haben wir schon mal erledigt. Genügend Platz für das Zelt, Ich hole das Band hier ab. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Lisa, komm. So sieht das Zelt aus. Schon groß, Johann. Sehr, sehr groß. Okay, dann gucken wir noch mal, was alles noch drauf steht. Ja, dann müssen wir mal gucken. Gibt es da keine Heringe? Die Ringe sind so kleine Bodenanker. So Anker wie Schiffsanker. Genau. Ja. So, und die müsst ihr jetzt da in die Schlaufen rein. So durch. Und dann in den Boden reinstecken, ganz tief reinstecken. Dann ist es fest. Ja, und das überall. Gut. Hier ist einer. Jemand schon im Garten übernachtet, so im Zelt. Das ist echt schwer, Clara. Du ziehst, ich ziehe auf. Ha, so schnell geht's. Das geht aber zu schwer zu. Jetzt. Ich kann nicht mehr halten. Nein, noch weiter. So irgendwie doof, das kommt ja immer wieder raus. Vielleicht sollten wir den Stein drauf tun. Soll ich? Mhm. Okay. Ich mal einen Stein. Sehr gut. Perfekt. Nimm mal lieber große Steine, Johann. Die kleinen Steine helfen überhaupt gar nichts. Ich habe ja keinen kleinen Stein, ich habe so einen großen Stein.
Also wir haben jetzt diese Haarkarte eingesteckt, sodass das Zelt ordentlich steht. Wir haben beide Sandsäcke, Schlafsäcke. Hier ein und hier ein. Und hier sind so Matratzen, ganz, ganz witzig. Und das ist richtig cool. Nämlich wir übernachten im Garten und nicht oben in unserem Schlafzimmer. Und essen auch heute Abend. Und wir essen hier auch ganz toll hier drin. Und vielleicht auch zum Mittagessen essen wir auch hier drin. Und für Abendessen. Und für Abendessen auch. Clara. Ja? Also das wird doch ziemlich heiß im Zelt. Mhm. Wollen wir nicht den Sonnenschirm aufmachen? Dann wird es da drin nicht so heiß. Hm? Soll ich das aufmachen? Geht das, Johann? Ja. Haben wir nicht noch Kuscheltiere für die Nacht? Ich hab schon. Und ein Kopfkissen. Kann ich woanders nicht schlafen. Und ein Kopfkissen. Mhm. Aber wenn es uns nicht so spaßig wird. Dann fragen wir mal, ob wir Chips dürfen. Ja? Mhm. Und nehmen wir noch ein paar Spielsachen mit. Ja. Ich trage die, ja? Soll ich die tragen, Clara? Schon gut, ich hab. Papi, dürfen wir Chips? Durch die Küche? Durch die Küche. In eine große Schüssel tun, ja? Und vielleicht. Musst du Papi fragen? Nimm die. Frag mal Papi, ob wir diese mega große dürfen. Wir die dürfen. Ja. Ach, das reicht, glaube ich, schon. Ja. Ja, du kannst filmen, welche Spielsachen du mitnimmst. Hier ist sie nicht. Hier auch nicht. Da ist sie. Jetzt haben wir alles aufgebaut. Jetzt machen wir auch noch ein bisschen Party. Und dann melde ich mich wieder, wenn es zum Schlafen geht. Also wir haben uns gerade geduscht, Clara und ich. Und wir sind gerade im Zelt und gucken ein bisschen Fernsehen. Und? Clara? Ja? Wollen wir was essen? Kuchen? Ja, zum Beispiel Kuchen. Von Elisas Geburtstag? Ja. Okay, fragen dann wir mal Papi. Nee, du fragst. Okay. Ja? Mami, kannst du den Kuchen für uns anschneiden? Was ist das denn? Nichts. Was machst du da, Johann? Ich filme. Johann, hör auf, mich zu verfolgen. Dann verfolge ich dich erst recht. Man kann alles essen? Ja. Außer die Kerze. Nicht die Auswachs. Und ich auch. Lecker. Und Johann, du willst nur Blumen oder Zaun oder Gras? Eigentlich ist mir egal. Hauptsache Kuchen. Also dieses Stück. Dieses Stück. Dieses Stück. Mit Blau. Ich will eine Gabel. Blauteig. Mami möchte auch ein Stück. So, jetzt gehe ich mal raus. In seinem Zelt. Clara, kommst du? Wir haben auch echt großes Zelt. Wupp. Achtung. Oh, Scheiße. Schade. Ist runtergefallen. Mein Kuchen. Du stellst dir dein Kind hier hin? Ja. Kannst du einmal die Gabel reinstecken. Also wir lassen uns jetzt schon schmecken und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Clara. Sag mal auch mit dir mit. Tschüss. Tschüss. Ich will gar nicht im Bild sein. Was drängelst du dich denn jetzt hier so? Aber es kommt einfach dazu, dass ich plötzlich im Vordergrund bin. Lass das doch. Ja, du hast gesagt, ich soll mich nochmal hier. Was? Ranrücken. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich bin doch nur dein Accessoire. Komm, ich vlogge jetzt so. So. Ja. Dann fragen sich die Leute nur, wo kommt denn die andere Hand her? Dann kannst du so ein mysteriöses Video machen. Also mit richtig mysteriöser Musik im Hintergrund. Genau. Krass. Das ist eine gute Idee. Komm, ich habe noch nicht mal Hallo gesagt, Justus. Und schon machst du hier so Faxen. Jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen. Komm, rutsch rüber hin. Ich weiß nicht, was das soll. Ah, ich hab mir doch die Rippen gebrochen. Lass mich jetzt zumindest einmal Hallo sagen. Du hast. Ich hab dir doch. Ah! Ah! Was,
Der drängt sich hier so richtig in die Ecke rein hier bei mir. So, jetzt hast du aber, ne? Jetzt hast du kein Accessoire mehr. Keine Ahnung, du bist also ein Accessoire. Und zwar ein gut aussehendes Accessoire. Ach du meine Güte. Ach du mein. Willst du von deinem kleinen gebrochenen Zeh erzählen vielleicht? Möchtest du darüber erzählen? Sind wir ja schon den ganzen Tag hier. Ich habe mir wirklich den Zeh gebrochen, aber aufgrund meiner unglaublichen Selbstheilungskräfte ist der innerhalb von einem Tag wieder nicht gebrochen. Das ist eines dieser Krankheiten, die noch nicht entdeckt wurden. Komm, Justus. Das ist jetzt. Ich habe immer noch nicht Hallo gesagt. Das ist jetzt hier nicht ganz fair. Nicht? Hallo. Das hat echt Schmerzen. Justus, lass mich Hallo sagen. Hallo. Es hat Knack gemacht. Ja, das hast du extra, ne? Jetzt reicht es mir. Das muss ich mir nicht so tun. Hallo, es ist schon super spät abends. Ich habe mich schon in mein Mickey Mouse Shirt hier bekleidet. Ja, das habe ich ja immer an, wenn nichts mehr los ist. Und Justus liebt dieses Oberteil. Mhm, genau. Er liebt es. Du versteckst es immer, damit ich es nicht wegschmeißen kann. Ja, da muss man echt aufpassen. Der schmeißt meine Sachen weg. Aber ich habe es jetzt mal entdeckt. Ach, ja, jetzt. Das war nämlich in dem Handtuchfach oben im Badezimmer. Da wolltest du deine Chance ergreifen, hast aber doch nicht. Gott sei Dank, Justus. Sie wird es ja merken. Ja, das merke ich. Mein Mickey Mouse Shirt, das würde ich sofort merken. Ja, wir haben schon einen langen Tag hinter uns. Du siehst bestimmt im Hintergrund, da, dieses blaue Teil. Wo ist denn das blaue? Ist das blau? Nee, das sieht hier so türkis aus, aber es ist blau. Das ist ein Zelt. Ich hatte ja erzählt, dass Johann und Clara unbedingt zelten wollten. Jetzt ist das Zelt endlich angekommen und sie mussten es natürlich sofort aufbauen. Und sie haben sich vorgenommen, wirklich heute komplett darin zu schlafen. Ich war eben auch nochmal drin, es ist so ungemütlich. Es ist kalt, es ist harter Boden. Es ist halt spannend, das ist das erste Mal. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob sie es heute wirklich durchhalten. Justus und ich werden hier so lange aufpassen, oder wie machen wir das? Die Tür bleibt offen. Können sie jederzeit reinkommen? Ja, ich bin jetzt beleidigt und jetzt arbeite ich. Wieso bist du beleidigt? Ja, das sage ich dir auch nicht. Jetzt, ja, wenn mein gebrochener Zeh hier nicht anerkannt wird, dann werde ich mir das muss ich mir nicht anhalten. Ne? Ich sag nur, das war ein riesenlautes Gejaule. Ja, also okay, alles für die es interessiert, ja. Ich stehe morgens auf, ja. Hör die Elisa weinen. Das interessiert keinen. Doch, doch, bestimmt werden jetzt viele Leute sagen, boah, die Geschichte wollen wir aber hören. Und ich stoße mir den kleinen Zeh und es macht Knack. Und das hat aber wie wieder, ich sage, das. Solche Schmerzen, die hattest du noch nicht mal bei der Geburt. So, sie hat mir mein kleiner Zeh wehgetan. Dann schleppe ich mich nach oben, voller Schmerzen, zu dem kleinen Baby und es schläft tief und fest. Ja, ich habe mich auch gefragt, was hast du gehört? Es war das Baby, aber es hat sich nur umgedreht. Ja, und dabei hast du dir dein kleines Zeh gebrochen. Ja, für meine Kinder breche ich mir sogar die Zehen. Und dann verheilt das natürlich sehr schnell wieder. Gut. Vielen Dank für diese ausführliche Geschichte. Das sind echte Männergeschichten. Die können viele Leute gar nicht ertragen. Bei so viel Blut. Nee, Justus. Meine Backen tun schon weh. Hör auf. Wollen wir eine Serie gucken? Komm, ich weiß, was wir gucken. Oh, ja, Suits müssen wir weiterkommen. Suits, genau. Suits ist gerade total spannend. Aber es gibt ja jetzt auch die zweite Staffel von Anne with an E. Also ist sie jetzt 10 Jahre älter oder was? Ja, das können wir bestimmt wegschminken. Ja, wegschminken. Und dann so Zöpfe machen, damit sie richtig jung aussieht. Ja, und die Beine brechen, damit sie immer noch klein ist. Was man nicht alles tut. Was ist denn mit dir heute los mit deinen gebrochenen... Ja, das ist so, hat sich so in mein Gedächtnis gebrannt, dass ich so Schmerzen hatte. Er hat sich umgedreht. Es war fast nicht mehr wiederzuerkennen. Als kleiner Zeh. Justus und ich hatten auch eine richtig tolle Idee. Ne, Justus? Mhm. Justus? Wir pranken die Kinder. Wir schleichen uns nachts zum Zelt und sagen, wir haben was zu trinken. Aber dabei haben wir gar nichts zu trinken. Du bist so und dann ungefährlich. Freuen die sich so extrem auf das Trinken und dann oh. Nein, wir wollten doch dahin, weißt du, mit so Taschenlampen, die so wie glühende Augen sind. Wir atmen einfach nur so. Ja, genau. Das ist nicht gut. Und immer so. Oh. Und so. Ja. Lass mich rein. Nancy hat gesagt, ich soll die Kinder jetzt doch erschrecken. Justus.
Sie lachen, das heißt, es kann gar nicht so gruselig sein. Wow! Hä? Habt ihr euch erschrocken oder nicht? Nö. So, dieses Epic. Die Tür ist offen da vorne, ne? Dass wenn irgendwas ist, dann geht er einfach rum, dann geht das Licht an von alleine. Und dann geht auch was sehen. Okay. Schlaf schön. Schlaf schön. Schlaf schön. Okay. Meine Kinder sind einfach zu abgehärtet. Jetzt versuche ich meine Frau noch zu pranken. Ey, jetzt hat sie ja hier zugemacht. So kommen die Kinder ja nicht rein. Dein Prank ist also, wenn die Kinder rein wollen, dann können sie gar nicht mehr ins Haus rein. Ja, ja, weiß ich nicht. Also ich habe sie erschrocken und habe festgestellt, dass du hier alles zugemacht hast. Ja, du Mutter, ne? So, und haben sie sich erschrocken oder nicht? Nee, die haben gerade einen Gruselfilm geguckt. Nein. Ja, das mit diesen Alien und Zombies und so. Die Alien fressen sie Zombies und werden dann selber zu Alien-Zombies. Also ist es nicht gelungen, dein Prank. Süßen kleinen Tiere auf dem Boden, die dann auf meinen gebrochenen Zeh dann auch noch zusätzliche Schmerzen verursachen. Bitte erzählen Sie mir uns mehr davon. Unbedingt. So. Das kommt in der nächsten Folge. Ich bin gerade am Schauen nach Einschulungstorte. Ich bin im Tortenbackfieber. Ich wollte noch eigentlich einen Film gucken. Ja, das auch. Aber ich will unbedingt zu Claras Einschulung auch eine Torte backen. Bin ich jetzt verrückt, oder? Ich habe richtig Bock. Ich will. Und ich suche schon so ein bisschen Inspiration, was man da so machen kann. Sind echt tolle Ideen dabei. Eine Einschulungstorte. Die haben doch eine Einschulungstüte. Ich glaube nicht, dass die auch noch eine Einschulungstorte haben. Ja, aber es sieht toll aus. Und es ist auch ein Grund zu feiern. Ich liebe Gründe zu feiern. Jetzt ist es mal mehr als nur die ganzen Kindergeburtstage im Jahr. Ich finde, das muss man ausnutzen. Also ich habe da richtig Bock drauf. Da suche ich mir jetzt was aus. Und wir gucken jetzt Serie, Justus. Na gut, komm, wir verabschieden uns, Justus. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.